Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir müssen ein ganz schnelles Update machen. Und zwar hat uns gestern der Frank geschrieben, das würde nicht stimmen, dass es nicht möglich ist, eine Dieselheizung im Freeway nachzurüsten. Und ja, wir haben uns dann erstmal sofort schlau gemacht und auch nochmal auf, er hat uns einen Link geschickt von einem Konfigurator. Und da stand Tatsache drin, also dass das möglich ist, dass eine Dieselheizung nachzurüsten, dass es eine Dieselheizung nachzurüsten gibt. Und wir waren dann echt verwundert. Ich habe heute früh sofort angerufen bei Wohnmobile Alberts und es ist Tatsache so, dass das nicht stimmt. Also es ist möglich, eine Dieselheizung im Knaus Freeway einzubauen. Alles das, was wir dazu gesagt haben, stimmt nicht. Es ist so, dass standardmäßig also keine Dieselheizung drin ist. Aber davon sind wir sowieso ausgegangen. Das ist ja selten, dass eine Dieselheizung Standard ist. Meistens sind es ja doch die Gasflaschen. Und wir haben uns schon gewundert, warum das beim Boxlife möglich sein soll und beim Freeway nicht. Das war uns irgendwie, das hat uns überhaupt nicht eingeleuchtet. Und lieber Frank, vielen Dank für den Tipp. Du hast zwar gesagt, wir sollten uns besser vorbereiten, wenn wir sowas erzählen oder ein Auto vorstellen, aber wir sind ja dahin gefahren. Das muss ich nochmal dazu sagen, weil wir uns den für uns auch anschauen wollten, weil der einfach auch in unsere engere Wahl kam und wir uns auch mit diesem Händler unterhalten haben lange. Und da wären wir ja auf die Idee nicht nochmal gekommen, auf den Konfigurator, auf Knaus zu gucken irgendwie, weil wir haben dem jetzt einfach mal geglaubt. Und ja, dass das nicht stimmt, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber deswegen ein schnelles Update. Es ist möglich. Es ist, nochmal, es ist möglich, eine Dieselheizung im Knaus Freeway einzubauen. Bitte verzeiht uns das, dass wir da eine Falschaussage gemacht haben. Das war natürlich von uns absolut nicht gewollt und tut uns leid. Ja. Und in diesem Sinne mache ich noch was Positives an das Video ran. Und zwar sind das noch ein paar Aufnahmen von unserem Hessenurlaub. Wir konnten ja leider nicht allzu viel drehen, weil ihr habt ja gelesen, ich lag krank im Bett und hat sich auch eine ganze Weile noch hingezogen jetzt. Und ja, aber wenigstens haben wir noch so ein paar Aufnahmen, die wir gemacht haben, die aber jetzt irgendwie in kein Video, in den vorherigen beiden Videos haben die irgendwie nicht reingepasst. Dann hänge ich die jetzt hier mit ran. Dann ist es noch ein bisschen was Positives. Und ja, möchte euch die Bilder nicht vorenthalten, weil wir die auch schön finden. Einmal ist es die Münzenburg, die in der Nähe von Michaels Wohnort oder nicht Wohnort, von Michaels Ort ist. Und einmal ist es der Feldberg, da sind wir hochgefahren, der Feldberg im Taunus und haben dort eine Nacht übernachtet. Und ja, in diesem Sinne, bis bald. Und ja, nochmal, verzeiht uns den Fehler, bitte. Bis dann. Ciao.